Es ist nicht so leicht, es dir zu sagen. Doch wenn es dann mal reicht, muss ich es doch mal wagen. Es ist nicht so leicht. Leonie, wir haben ganz lange versucht zusammenzukommen und heute hat es geklappt. Hat dir das gefallen? War das schön heute? Oh ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wie lange hast du dich vorbereitet und wie suchst du dir die Lieder aus? Also wir haben 2 Wochen wirklich erst geübt, also nur freitags. Und eigentlich war uns relativ schnell bewusst, welches Lied wir spielen wollen, außer mein selbstgeschriebenes. Das haben wir erst später festgelegt, also wirklich erst kurzfristig. Es ist nicht so leicht, die Worte zu finden. Wirklich nicht so leicht, dich darin einzubinden. Doch ich krieg es irgendwie hin, weil ich so bin, wie ich eben so bin. Und darum sage ich dir, bleib wo du bist oder bleib bei mir. Denn irgendwann bin ich auch nicht mehr hier. Wie ist es denn? Schreibst du das selber an der Gitarre und übergibst es dann der Gitarristin? Oder wie läuft das? Nein, ich habe das mit einer Bekannten zusammengeschrieben. Sie hat dazu Gitarre gespielt und es ist aus Liebeskummer entstanden und deswegen ist es so. Das ist die beste Emotion, ein Lied zu schreiben, auf jeden Fall. Woher kennt ihr euch? Wieso begleitest du Leonie? Wir können uns durch die Schule seit der 7. Klasse. Und wir haben einfach gemerkt, wir wollen zusammen Musik machen, weil uns das beide Spaß macht und dann haben wir angefangen. Ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Und ihr seid eigentlich auch mit einer Band mal unterwegs gewesen, ne? Ist das richtig? Und sucht eigentlich offiziell noch Schlagzeuger und Bassist, oder? Willst du die Chance nutzen? Ja, gerne. Also wenn ihr Schlagzeug oder Bass spielen könnt, meldet euch einfach bei Vanessa Milzer oder bei Leonie König. Oder bei der offenen Bühne auf Facebook und ich leite das dann weiter. Ja? Und dann werden die beiden bezaubernden Mädchen noch weiter unterstützt. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch. Danke, ebenso. Danke. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Bin keine Maschine, ich leb von Luft und Fantasie. Von Luft und Fantasie.